Hallo und willkommen zu einem neuen Age of Empires 2 Video. Wir machen weiter mit dem Einsteiger-Guide in den Multiplayer von Age of Empires 2. Heute geht es um die schnelle Ritterzeit oder im Fachjargon im Englischen auch Fast Castle genannt, denn die Ritterzeit heißt in der englischen Version Castle Age. Dabei geht es, wie der Name bereits suggeriert, darum, direkt in die Ritterzeit zu gehen, also so wenig Zeit wie möglich in der Feudalzeit zu verbringen, um dann eben die technologischen Vorteile aus der Ritterzeit und die zusätzlichen Gebäude auszunutzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Dafür gibt es verschiedene Varianten. Wir werden in diesem Video drei Varianten davon kennenlernen. Das Ganze bringe ich euch quasi als Ergänzung zu dem, was ihr bereits kennt, dem Fast Feudal, dem der schnellen Feudalzeit, bei, was wir quasi als Standard schon gelernt haben, also Bogenschützen oder Speer machen. Das Ganze hat eine gewisse Wechselwirkung aufeinander, darauf werde ich natürlich auch noch eingehen, denn die schnelle Ritterzeit ist deutlich riskanter, aber kann eben auch sehr gute Vorteile letzten Endes bringen, da man eben zum Beispiel schnell auf Ritter kommt oder schneller die Dorfzentren bauen kann, solche Sachen eben. Aber wie gesagt, das alles Details, die jetzt im Video natürlich noch drankommen werden. Dafür habe ich mir auch ein wenig Verstärkung von euch geholt, denn drei von euch haben mit mir quasi diese Build Order gegen die Feudal Build Order getestet. Das Ganze später im Video. Wie immer gehe ich natürlich davon aus, dass ihr bereits die vorigen Folgen alle geguckt habt. Besonders wichtig ist hierbei Folge 2 und auch Folge 4. Denn wir werden natürlich wieder von der Standard-Build-Order ausgehen. Außerdem die Sachen, die wir im letzten Video gelernt haben, werden hier sehr, sehr wichtig sein, dass wir dauerhaft produzieren. Und vor allem, wie man seine Dorfzentren quasi aktiv hält. Das ist sehr, sehr wichtig hier. Wie gesagt, das ist eine neue Build-Order. Geht von der Standard-Build-Order aus. Und wir haben hier drei Versionen, die wir lernen werden. Einmal den Boom, also die wirtschaftliche Variante. Dann ein Ritter-Rush und ein Bogen-Rush. Das erklärt sich von dem Namen relativ einfach eigentlich. Der Ritter-Rush bedeutet einfach nur, dass wir sofort in die Ritterzeit gehen, um Ritter zu produzieren. Und bei Bogen-Rush wollen wir, sobald es geht, an der Burg bauen, um die Spezialeinheit zu produzieren. Hier habe ich eine kleine Übersicht für euch gebastelt. Da könnt ihr sehen, wie ihr von der Standard 22 Build Order auf die jeweiligen 26 und 28 Pop-Versionen quasi kommen. Wie ihr seht, unterscheiden sie sich nur minimal voneinander. Deshalb habe ich sie auch alle in eine Folge gepackt. Ich denke, diese Übersicht kann, wenn man sie mal alle begriffen hat, sehr gut dabei helfen, sich das zu merken. Deshalb werde ich davon natürlich auch ein Bild quasi für euch verlinken, dass ihr euch das runterladen könnt. Aber die gesamte Build-Order wird auch nochmal anderweitig verfügbar sein. Denn ich habe alle drei Strategien einmal in einem Video, oder in drei verschiedenen Videos natürlich, schon mal vorgestellt, separat bei der HD-Version als kompetitive Variante sozusagen. Das heißt, die werde ich euch natürlich auch an die Hand geben, wenn ihr die ganze Strategie in sehr viel mehr Detail halt haben möchtet. Der Wirtschaftsboom, wie gesagt, fokussiert sich darauf, sehr viel Wirtschaft zu machen. Das ist eine Strategie, die man gerne auf Karten wie zum Beispiel Dunkler Wald oder Arena spielen kann. Und ist, denke ich mal, bei Anfängern eine sehr, sehr beliebte Spielweise, weil sie eben sehr defensiv, sehr, sehr wirtschaftsfokussiert und sehr Late-Game-fokussiert ist. Also es geht quasi darum, möglichst schnell viel Wirtschaft zu machen, damit wir das Ganze dann in sehr viel Militär umsetzen können und eher später mit den großen Truppen aufwarten, als in der Feudalzeit mit den zwei, drei Speeren durch die Gegend zu laufen. Ist natürlich eine sehr riskante Variante. Wir gehen mit sehr fragiler Arbeit, mit sehr fragiler Wirtschaft hoch, um dann quasi uns nur auf die eine Sache zu fokussieren und sind dann natürlich sehr, sehr angreifbar. Daher ist das gerade für Leute, die einen Feudal-Rush spielen, wie zum Beispiel eben die Bogenschützen oder die Scouts, ein gefundenes Fressen in der Regel. Kann man natürlich auf gewisse Weise trotzdem anders machen. Das gilt aber für alle drei hier, dass man da ein, zwei mehr Populationen, also quasi improvisiert, dazu machen kann, um sich zusätzlich noch ein bisschen abzuwallen. Also dass man mehr so ein, zwei Dorfbrüder noch hat, die einem so ein bisschen Sicherheit verschaffen. Wie ihr seht, ist bei dem Wirtschaftsboom der etwas weniger Population vonnöten, einfach weil wir insgesamt weniger bauen müssen. Beim Ritter und beim Book Rush ist relativ selbsterklärend, wir wollen einfach nur diese Einheit haben, auf die wir hier gehen wollen, eben entweder die Ritter oder die Spezialeinheit. Und dafür müssen wir bei der Burg auch auf Stein gehen. Wir gehen dafür weniger auf Gold, zumindest am Anfang. Und das machen wir aber etwas früher als beim Ritter Rush zum Beispiel, sodass es vergleichsweise trotzdem genau gleich viel Gold am gleichen Zeitpunkt dann ungefähr ist. Der einzige, wirklich gravierende Unterschied, würde ich sagen, ist hier, dass wir beim Ritter Rush natürlich eine Kaserne brauchen, um einen Stall zu bauen. Bei den anderen beiden bauen wir Markt und Schmiede um als Freischaltgebäude für die Ritterzeit. Denn man braucht ja immer zwei Gebäude der aktuellen Zeit, um in die nächste zu kommen. Und beim Ritter Rush brauchen wir eben so oder so den Stall, deshalb machen wir die Kaserne. Wir machen dann in der Regel beim Ritter Rush auch zwei Ställe. Kann man auch mit einem Stall spielen, aber ich empfehle es erstmal mit zwei zu machen, damit man eben auch die Risiken ein bisschen besser ausbalancieren kann. Ich gehe natürlich davon aus, dass ihr die Standard 22 Pop-Build-Order gelernt habt oder zumindest begreift, wie sie funktioniert. Das Ganze gibt es in Folge 2 zu sehen. Wenn ihr es nicht mehr genau wisst, frischt es am besten nochmal ein wenig auf. Ich gehe natürlich nicht davon aus, dass ihr alle drei Strategien jetzt hier im Rückzug einfach auswendig lernen könnt, aber es reicht ja auch, dass ihr ungefähr wisst, wie die funktionieren, denn ihr werdet auf größte Wahrscheinlichkeit diese Strategien im Online-Spiel sehr, sehr oft treffen. Gerade Wirtschaftsboom, gerade Ritter Rush, sehr, sehr beliebte Strategien und die machen auch sehr viel Spaß, sie selber zu spielen.
was ich jetzt machen werde, ist von einem gespeicherten Zeitpunkt aus, wo ich diese Standard 22 Pop-Bilder zu, Pop-Bild-Order zu Ende gespielt habe, einfach weiterspielen. Ich werde von einem Speicherpunkt alle drei Strategien für euch einmal vorstellen, damit ihr seht, wie sie funktionieren. So, wir sind jetzt hier in einen Spiel gesprungen. Ich bin schon bei 19 Populationen, habe aber also insgesamt diese Bildorder noch nicht komplett durchgespielt, noch nicht die Standard-Bildorder, die geht ja bis 22 Populationen. Und wenn ihr euch noch erinnert, ist der letzte Schritt, drei Dorfbewohner auf Holz zu packen. Und genau da fangen wir jetzt hier an. Denn mit der ersten Bildorder, die wir hier lernen, die Bildorder für den Boom, da machen wir, wie ihr jetzt im Bildschirm bereits sehen könnt, einen zusätzlichen auf Holz, sodass wir insgesamt 8 haben, und nochmal 3 auf Gold, sodass da, ja gut, insgesamt 3 sind. Das heißt, das ist hier, finde ich, ein guter Zeitpunkt, um quasi hier einzusteigen. Wie ihr bis zu diesem Zeitpunkt kommt, lernt ihr, wie gesagt, in Folge 2. So, jetzt ist es so, dass ich euch ja, ins Herz gelegt habe, natürlich ein zweites Holzfällerlager zu bauen, sobald ihr anfangt, diese letzten paar Dorfwohner zu machen. Normalerweise habe ich euch gesagt, packt einen fünften hier ins erste Holzfällerlager und dann die nächsten zwei hier hin. Und dann kommen in der Regel welche von Nahrung nochmal darüber, sodass dann insgesamt 10 sind in den beiden Bildorder, die ich für die Fertilizer mitgegeben hatte, war das ungefähr in dieser Form. Hier wird es so sein, dass wir ja nur insgesamt 8 haben. Und da bietet es sich an, einfach jeweils 4 auf einem Holzfällerlager zu haben. Deshalb schicke ich jetzt den ersten von diesen ganzen Holzfällern, die jetzt noch kommen, nicht auf das erste Lager, sondern auf das zweite. Und wie ihr auch rechts in der Bildorder schon sehen könnt, ist unser Ziel, dass unsere Nahrungssammler hier am Dorfzentrum insgesamt 7 bis 8 Felder bauen. Und das soll also alles auch so ein bisschen nach und nach passieren. Das soll nicht alles auf einmal sein. Die sollen natürlich, nachdem sie mit dem Wildschwein fertig sind, auch wieder auf die Ziegen hier oder Schafe, je nachdem, was man hat. Und währenddessen dann schon mal anfangen, nach und nach die Felder zu bauen. Nicht alle auf einmal, denn sonst sind sie erstens alle auf einmal erstmal damit beschäftigt, Felder zu säen, sammeln also alle gleichzeitig keine Ressourcen. Und zweitens sind die Felder natürlich auch dann später, wenn sie erneuert werden müssen, alle auf einmal fertig. Und dann muss man zu einem Zeitpunkt halt dieses ganze Holz parat haben. Und das ist ein bisschen kompliziert. Deshalb machen wir das jetzt so. Erstmal, wir setzen uns den Wegpunkt hier rüber. Da wollen wir unser nächstes Holzfällerlager bauen. Ich stelle schon mal eine Ziege hier bereit, mit der wir dann gleich hier quasi übernehmen werden. Ich habe jetzt hier keinen Gegner eingestellt und mich als Bote ins Spiel begeben. Denn die Goten haben keinen Bonus, der mir hilft, diese Taktik hier zu spielen. Deshalb bleibt das alles für alle anderen Völker genauso anwendbar. Ich baue jetzt schon mal zwei Felder hier. Wie gesagt, alles nach und nach. Mein Holz wollen wir nicht vergessen. Immer weiter hier Dorfbewohner produzieren natürlich. Wir können jetzt ein weiteres Feld leisten. Und am besten noch einfach zwei auf jeder Seite, sodass es schön effizient bleibt. Holzfällerlager. Stell die neuen Ziegen immer rechtzeitig bereit. Und wie gesagt, drei kommen auf Gold und danach geht es auch schon in die nächste Zeit. Da kommt der Webstuhl. Der kann natürlich in eurer Bildorder ein bisschen früher. Ist aber eigentlich relativ egal. Also entweder kommt der Webstuhl dann an diesem Zeitpunkt oder eben bevor man das Wildschwein gejagt hat. Bei mir habe ich es mir eben so angewöhnt, den Webstuhl eher später zu machen, aber das würde ich am Anfänger so erstmal nicht empfehlen. Aber es ist relativ egal letzten Endes. Also das Ergebnis ist dasselbe. Bei euch ist der Webstuhl halt schon gemacht, ihr könnt also sofort hochklicken. Ich werde jetzt noch machen und hochklicken. Ob ihr ihn jetzt vor dem Wildschwein jagen quasi macht oder später, kommt am Ende aufs Gleiche hinaus. Unter etwas erfahreneren Spielern macht man das aber ein bisschen später, da man quasi einen Dorfbewohner voraus sein kann, während man eben den Webstuhl noch nicht erforscht hat. Das macht aber auf unterem Niveau erstmal noch nicht so viel aus. Und ja, wir klicken sofort in die Vollzeit, sobald es geht. Mit 26 Populationen insgesamt. Wir brauchen weiter erstmal unsere Ziegen bzw. Schafe weiter auf. Wollen aber insgesamt 7 oder 8 Felder machen. Ich würde sagen, orientiert euch einfach daran, was ihr gerade braucht. Wenn ihr seht, ihr habt relativ wenig Holz, dann macht lieber 7. Ihr habt relativ wenig Nahrung, dann macht 8. Also, das ist auch ein bisschen Gefühlssache, kommt auch auf die Völker ein bisschen an. Wir müssen gleich, sobald wir in der Vollzeit sind, werden wir 2 Dorfbewohner produzieren. Ich habe sie hier schon mal in Schleife gegeben hier. Kann man in der Definitive Edition ja machen. Und dann wollen wir 2 Gebäude bauen, nämlich einen Markt und eine Schmiede. Die Schmiede wird 1 Dorfbewohner alleine bauen und der Markt wird 2 Dorfbewohner auf einmal bauen. Das bewirkt, dass die beiden Gebäude gleichzeitig mit diesen beiden Dorfbewohnern fertig sind und wir sofort in ihre Zeit klicken können. Welche Dorfbewohner man zum Bauen benutzt, das variiert immer so ein bisschen. Ich diese Dorfbewohner übrigens auf Holz, sobald die Schafe alle fertig sind, sodass, wenn man 8 Felder gemacht hat, das mache ich jetzt mal, hier hat man halt noch 2 auf dem Holz am Dorfzentrum hat. Wenn man schon genug Gold hat, dann ist es am besten, die beiden Gebäude mit den Goldarbeitern zu bauen.
Ansonsten mit Holz und wenn das auch gerade nicht ganz reicht, dann eventuell mit Beerensammlern. Muss man halt ein bisschen Prioritäten setzen. Die beiden Dorfwohner, die wir jetzt hier noch ausbilden, sobald wir hier in der Feuerzeit sind, die kommen auch noch auf Holz. Ich setze den Wegpunkt schon mal hier rüber. Und sieht so aus, als hätten wir schon genug Gold. Deshalb stelle ich die Kollegen hier schon mal parat. Wir brauchen genau 200 Gold und 800 Nahrung, um in die nächste Zeit zu kommen. Ihr seht, ich platziere die Gebäude. Gibt ihr auch schon mal einen Auftrag, hier zurückzugehen, quasi, wenn sie fertig sind. Die stehen hier alle ein bisschen eng schon am Holz. Sortiere ich mal ein bisschen. So, dass sie sich nicht so krass im Weg stehen. Als Scout ist natürlich jetzt, da ich keinen Gegner eingestellt habe, relativ irrelevant. Zum Üben kann ich das auch nur empfehlen. Wenn ihr die Definitive Edition oder HD-Version spielt, könnt ihr auch ohne Gegner spielen. Und sobald diese beiden World fertig sind, klicken wir hoch in die Ritterzeit. Das geht noch ziemlich einfach, wie ihr seht. Also wir haben von der Standard-Build-Order aus nur einen mehr auf Holz gemacht und drei auf Gold. Und das war's auch schon. Dann haben wir insgesamt 8 Felder gebaut und haben die restlichen Dorfwohner auf Holz hier geschickt. Die kommen danach an ein Holzfelderlager, sodass wir insgesamt 12 auf Holz haben. Während wir auch gehen in die nächste Zeit, erforschen wir auch weitere unsere Wirtschafts-Upgrades hier. Ganz, ganz wichtig, dass ihr das erst dann macht, sobald ihr die Ritterzeit angefangen habt zu erforschen. Ansonsten werdet ihr nicht genug Nahrung haben, um in die nächste Zeit zu klicken. Also erst dann, wenn die Ritterzeit angefangen hat zu erforschen, diese beiden Upgrades machen. Am besten, also um nicht zu vergessen, auch schon mal 2 Häuser auf dem Weg bauen. Dafür bieten sich am besten die Goldarbeiter an. Sobald wir dann gleich in der nächsten Zeit sind, wollen wir einfach mal 2 Dorfzentren bauen. Und dann anfangen zu boomen. Also wir nehmen quasi diese Schritte, die wir bereits in der letzten Folge im Makro gelernt haben. Wir bauen zusätzliche Dorfzentren, versuchen diese ans Laufen zu kriegen, indem wir möglichst schnell möglichst viele Felder bauen. Und wollen dann unsere Produktion die ganze Zeit aufrechterhalten. Rein rechnerisch, wenn man 26 Populationen gemacht hat, erreicht man die Ritterzeit in 15 Minuten und 5 Sekunden in Gamezeit. Absolut davon überzeugt, dass ich es hier nicht schaffe. Ich denke mal, es wird was in Richtung 15:30 so sein. Ich überlege, was für ein Anfänger sollte realistisch sein, um die 16 Minuten, ein bisschen höher als 16 Minuten wahrscheinlich schon. Aber sagen wir mal, auf jeden Fall unter 17 Minuten. Alles andere wäre schon ein bisschen viel. Das sind so die Zeiten, an denen ihr euch orientieren solltet. Aber ich wäre schon, es wäre schon cool, wenn ihr das Ganze unter 16 Minuten schaffen könntet. Jetzt hier bei mir sind es 15:20 gewesen. Und jetzt bauen wir, wie auch in der letzten Folge gelernt, unsere Dorfzentren. Wir holen uns das zweite Holz-Upgrade. Und ab jetzt produzieren wir weiter Felder. Jetzt müssen wir hier in diesem Fall auch noch beachten, wir haben ja sehr viele Felder gemacht ohne das Upgrade. Das heißt, die werden jetzt alle ungefähr zu diesem Zeitpunkt noch fertig sein. Die müssen wir also alle ersetzen. Also erstmal noch keine neuen Felder machen. Wir machen erstmal weitere Dorfwohner auf Holz, die dann quasi für uns sammeln. Wir können natürlich die Felder auch hier schon mal vorbestellen. Ich mache schon mal 3 neue quasi. Sodass jetzt, wenn die nächsten Dorfwohner hier auf Holz gehen, dass sie das dann schon weitermachen. Ich würde aber nicht empfehlen, die automatischen Felder an dieser Stelle einzuschalten. Das ist eher was fürs Late Game. Denn, so kann man halt besser darauf achten, wie viel Holz man gerade ausgibt. Die Beerensammler übrigens, wenn die fertig sind, schickt ihr die auch auf Holz. Brauchen jetzt viel Holz, das halt in Farmen dann umgesetzt werden kann. Die anderen Farmen müssen auch bald ersetzt werden. Aber wir wollen auch neue Farmen machen, also wir müssen das ein bisschen abschätzen. Können wir uns gerade schon die neuen Farmen leisten, die sie hier haben alle noch so ungefähr 20 Holz drauf. Das sind 4 Stück noch, die wir neu machen müssen. Und sobald diese beiden Dorfzentren fertig sind, kommen die Produktionen auch alle erstmal auf Holz. Und wir wollen einen haben, der Häuser produziert. Also ab jetzt geht quasi diese Routine los, die ich euch in der letzten Folge beigebracht habe. Wir haben unsere Dorfzentren, unsere 3 Dorfzentren, die ganze Zeit Dorfwohner produzieren. Wir wollen so schnell es geht, so viele Felder wie möglich machen. Und dann sobald es geht, auch die Schubkarre erforschen, um unsere Feldarbeit nochmal ein bisschen effizienter zu machen. Wir haben währenddessen einen Holzbauer. Und auf diese, das ist halt so die komplett wirtschaftliche Variante, in der man quasi wirklich die ganze Zeit nur erstmal Dorfwohner produziert. Wie gesagt, auf Karten wie zum Beispiel Arena oder Dunkler Wald ist es sehr beliebt oder auch unter Anfängern, die solche Regeln spielen wie kein früher Angriff, ist das hier natürlich eigentlich perfekt. Am einfachsten sind solche Sachen natürlich mit Völkern, die noch einen Wirtschaftsbonus haben. Da bieten sich zum Beispiel die Wikinger an, die haben vielleicht den besten Wirtschaftsbonus, nämlich bei denen ist Schubkarre und Handkarre umsonst, ist sofort erforscht, sodass die Felder und auch die anderen Ressourcen sofort effizienter werden und man diese Produktionszeit auch spart, die man normalerweise bräuchte. Also ich will diese Build-Order alle 3 nicht besonders weit ausführen. In der Videobeschreibung werdet ihr noch ein etwas älteres Video von mir finden, das ich noch in der HD-Version gemacht habe. Und beziehungsweise das im Speziellen, glaube ich, war sogar mit der Wubi-Version, aber es ist relativ egal, es ist jedenfalls die alte Version. Und da werdet ihr auch lernen, wie ihr den Boom quasi einmal
komplett durchziehen könnt, bis in die Imperialzeit auch. Ich finde, für dieses Video wäre es zu viel des Guten, wenn ich alle drei Bildorder hier quasi bis ins Detail nochmal durchgehe. Das hier also erstmal der Boom. Wir machen einen weiteren auf Holz, drei weitere auf Gold, gehen auf 7 bis 8 Farmen hoch, bauen, sobald wir in der nächsten Zeit sind, unsere Schmiede, unseren Markt und gehen sofort die nächste Zeit. Auf dem Weg holen wir uns unsere Wirtschaftsupgrades. Sobald wir da sind, bauen wir unsere 2 Dorfzentren, holen uns auch noch das 2. Holzupgrade und dann wird einfach nur gefarmt quasi. Also das hier ist die Boom-Build-Order. Jetzt schauen wir uns den Ritter-Rush an. Der hat insgesamt 28 Populationen, also sind nochmal 2 Dorfbewohner mehr dabei. Diese 2 Dorfbewohner mehr, die sind dann auf Holz zu finden. Wie ihr seht, packen wir jetzt hier nicht einen weiteren von unserer 22-Pop-Build-Order auf Holz, sondern 3 weitere. Das heißt, von diesem Zeitpunkt an, wo wir jetzt hier in der Build-Order sind, das heißt, da, wo jetzt normalerweise in der Build-Order, von die wir Standard halt gelernt hatten, erstmal nur 3 auf Holz kommen, kommen jetzt insgesamt 6 erstmal auf Holz. Und da kommen wir dann insgesamt also auf 10 Holzfäller. Und da bietet es sich wieder an, einfach erstmal einen weiteren auf dieses Holzfällerlager zu schicken, sodass wir hier 5 haben und dann ein zweites aufzumachen, auf dem nochmal 5 draufkommen. Und dann folgt wieder die gleiche Logik, dass wir weiter Felder bauen und 3 auf Gold packen. Die 3 auf Gold kommen dann halt nur ein wenig später, weil wir insgesamt nochmal 2 mehr auf Holz geschickt haben. Das ist also erstmal hier die ersten Schritte, aber ansonsten, ich habe wieder die gleiche Karte einfach geladen, gleiche Umstände. Wieder die Goten, da keine signifikanten Boni. Und wir schicken erstmal hier einen runter auf das erste Holz. Jetzt kann das zweite kommen. Jetzt schon mal mit den ersten Feldern anfangen, denn unser Holzfelderlager kostet 100 Holz. Da ist es in Ordnung, wenn wir, die Dame hängt irgendwie fest, wenn wir schon mal 2 bauen. Ihr könnt auf die Ziege hier gehen. Hier wollen wir natürlich noch ein Haus bauen, das habe ich eben ein bisschen zu spät gemacht, aber es war natürlich noch rechtzeitig. Der Unterschied auch noch beim Ritter-Rush ist natürlich, dass wir eine Kaserne brauchen. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch deshalb brauchen wir natürlich insgesamt mehr Holz. Bei der Kaserne, sage ich jetzt schon mal im Voraus, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die bei spätestens 60% der erforschten Feudalzeit dann anfangen, denn dann wird sie auch rechtzeitig fertig. Die Kaserne braucht man, um überhaupt den Stall bauen zu können, und den Stall brauchen wir natürlich, um Ritter zu machen, und den werden wir auch als unser Gebäude benutzen, das die Ritterzeit für uns quasi freischaltet. Man muss ja immer jedes Mal ein Gebäude aus der vorigen Zeit machen, damit man die nächste kann. So, jetzt haben wir insgesamt 9 auf Holz, einen mehr brauchen wir noch. Das ist jetzt unser 5. Feld. Ich gehe wieder auch auf 8 hier, wie gesagt, dieses 7 bis 8 ist mehr so ein Richtwert. Manchmal passt es irgendwie besser mit 7, manchmal mit 8. Es kommt auch ein bisschen auf die Völker an, es kommt ein bisschen drauf an, wie eure Wildschweine gejagt habt, ob es effizient war, ob ihr quasi das gesamte Potenzial aus den Tieren rausholen konntet. Hier habe ich wieder, denselben Spielstand geladen, den Webstuhl beim Jagen nicht verwendet, das habe ich mir halt so angewöhnt. Aber wie gesagt, es macht keinen Unterschied, denn letzten Endes dauert der Webstuhl genauso lange wie ein Dorfwohner. Wenn man es am Ende macht, dann holt man einfach nur quasi an der Stelle wieder auf, wenn man das Webstuhl eben vorher gemacht hatte. Also lasst euch davon nicht irritieren. An eurer Stelle, wenn ihr die Standardbildung gespielt habt, habt ihr an dieser Stelle bereits den Webstuhl erforscht. Und seid also quasi schon bereit, in die nächste Zeit zu springen, während ich hier erstmal noch die Feudalzeit, vor der Feudalzeit den Wimpfstuhl eben erforsche. Langer Rede, kurzer Sinn. Ein Feld mehr werden wir danach auch noch machen. Es gibt auch mehrere Varianten von dem Ritter Rush natürlich. Man kann einen etwas wirtschaftlich orientierteren spielen. Dann würde man zum Beispiel nur einen Stall auch behalten. Und dann gibt es noch die aggressivere Variante, aber auch, ja, sag ich mal, sicherere Variante. Und die werde ich euch hier eher beibringen. Also mit einem zweiten Stall. Man geht mit 2 Stellen und ein bisschen mehr Feldern dann in die Ritterzeit. Also während man die Ritterzeit erforscht, macht man das. Und das hat folgenden Hintergrund, dass man mit 2 Stellen eben sehr, sehr schnell sehr viele Ritter natürlich aufs Feld bringen kann. Man kann sehr schnell seine Ressourcen ausgeben und Ritter produzieren. Ich fange hier meine Kaserne an, steht auch in der Build-Order, soll, wie gesagt, bei spätestens 60% der erforschten Zeit sein. Ihr könnt das in eurem Dorfzentrum nachschauen. Ja, und wenn man 2 Ställe hat, dann ist man einfach, kann man schneller die Armee machen, kann sich schneller Verbündeten helfen, man kann schneller auf gegnerische Armee reagieren. Wenn man nur einen Stall macht, hat man natürlich trotzdem deutlich mehr Holz. Dann würde ich auch diese 2 Felder, die noch in der Build-Order am Ende stehen, erstmal weglassen. Und dadurch kann man dann aber direkt auch die 2 Dorfzentren bauen. Wenn man den 2. Stall hat, ist das in der Regel erstmal nicht möglich. Das ist halt quasi die Abwägung, die ihr machen könnt, aber ich persönlich bin ein Fan davon. Außer wenn man wirklich defensiv spielen, wirklich, ja, wirtschaftlich orientiert dann zusätzlich spielen möchte, einfach die 2 zu machen.
Wie gesehen habt, habe ich, nachdem alle meine Felder hier fertig waren, die restlichen zwei Dorfbewohner, die hier übrig geblieben sind, auf Holz am Dorfzentrum gepackt. Die werden später auch nochmal zwei Felder bauen, aber erstmal brauchen wir jetzt das Holz. Jetzt wieder geklappt. Wir schicken wieder unsere Dorfbewohner hier runter auf das Gold. Wir verwenden wieder unsere Golddorfbewohner, um die Gebäude zu bauen. Diesmal einen Stall und eine Schmiede. Und ich habe sie gerade übertrieben, denn ich hatte die beiden Dorfbewohner ja schon in Auftrag gegeben. Nur zwei Dorfbewohner wieder mal werden benötigt. Und sobald diese beiden Gebäude fertig sind, können wir in die Ritterzeit springen. Aber diesmal packen wir sie eben nicht auf Holz, die neuen Dorfbewohner, sondern einfach auf Gold. Wie ihr seht, habe ich schon sehr, sehr viele Ressourcen. Das heißt, ich kann sehr, sehr einfach in die nächste Zeit gleich springen. Na komm. Und wunderbar. Ein Haus bauen wir hier schon mal auf dem Weg. So, und auch hier wieder Wirtschafts-Upgrades. Und da ihr seht, wir wollen noch einen zweiten Stall und zwei Felder machen. Erstes Feld-Upgrade in Auftrag geben. Das geht so schnell, dass es schneller geht, als ein Feld zu bauen. Das heißt, ihr könnt, sobald ihr es angeklickt habt, quasi diese zwei zusätzlichen Felder bauen, wenn ihr denn, wie ich das jetzt hier mache, mit einem zweiten Stall agieren wollt. Es baut die hier für uns einfach mal den zweiten Stall. Zweites Haus wäre vielleicht auch angebracht schon. Und auch hier diese Kollegen kommen danach erstmal wieder auf Holz. An sich ist die Logik von hier aus gleich. Wir haben jetzt halt mehr auf Feldern, mehr auf Gold und die weniger Anzahl an Holz letzten Endes, weil wir ja die zusätzlichen gemacht hatten beim Wirtschaftsboom. Aber das hier ist auch wirklich halt die Variante mit den zwei Stellen. Ich kopiere sie hier auch schon mal zusammen. Da können wir dann, sobald wir in der nächsten Zeit sind, optimalerweise bis zu sechs Ritter sofort einfach rauspumpen. Damit kann man viel anrichten. Man kann natürlich entweder sofort rushen, Gegner damit stark unter Druck setzen oder auch die gegnerische Armee abfangen. Ja, gibt da viele Varianten. Rein rechnerische Bestzeit mit dieser Build-Order wäre, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 16 Minuten und 5 Sekunden Ingame-Zeit. Ich würde sagen, ich schätze jetzt mal kurz. Ich glaube, ich bin bei 16:30, 16:20 ungefähr. Hier Felder neu machen übrigens. Wenn wir halt die aggressive Variante spielen müssen. Oder wollen. Ich glaube, für einen Anfänger, was ist realistisch? Versucht unter 17 Minuten zu kommen, wenn es nur bis eher 17:20, 17:30 ist, auch nicht so schlimm, aber sollte am besten unter 17 Minuten eigentlich sein, so diese Erreichbarkeit hier. Wir machen hier übrigens auch wieder natürlich Dorfwohner. So, bei mir war es jetzt 16:20, glaube ich. Ich habe meine Ritter in Auftrag gegeben. Wie viele sind es? Nur drei erstmal. Da hat es beim Gold ein bisschen gehapert. So, die hier sind fertig. Und wir können uns erstmal ein Dorfzentrum hier leisten. Ich mache auch schon mal das Holz-Upgrade. Das kann es, weil wir halt die Variante gewählt haben, wo wir erstmal ein bisschen weniger Holz zur Verfügung haben, können wir auch erstmal nur ein Dorfzentrum bauen, aber auch das hier ist das Ziel, wieder auf zwei zusätzliche Dorfzentren zu kommen. Außer man ist in einer Situation, wo man denkt, ich muss deutlich mehr Ritter machen, tatsächlich. In dem Fall würde man natürlich dann vielleicht erstmal nur ein Dorfzentrum machen und erstmal weitere Felder machen, damit man eben mehr Ritter rauspumpen kann. Upgrades habe ich auf die Ritter jetzt nicht machen können, dafür reicht es wirtschaftlich einfach nicht. Kann man natürlich, wenn man kann das alles auch ein bisschen, individualisieren, würde ich sagen. Also ihr könnt auch das zusätzliche Dorfzentrum gar nicht bauen, sondern sofort mehr auf Felder investieren, sofort versuchen, die Upgrades für eure Ritter zu bekommen. Das bleibt alles ganz euch überlassen, je nachdem, wie das Spiel eben läuft. So, der letzte Ritter lässt so ein bisschen auf sich warten. Und jetzt kann ich mir auch ein weiteres Dorfzentrum leisten. Aber ihr seht, vom Spielprinzip ändert sich hier nicht allzu viel zu der Logik, nur dass wir halt dieses Mal Militär machen. Und wie viel Militär wir weiterhin machen, wie viel Dauerproduktion wir quasi uns leisten können, das hängt auch sehr stark vom Spielverlauf wieder ab. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, so, diese Ritter machen schon extrem viel Schaden oder ich habe, was auch immer der Gegner hat, abgewehrt, da kann ich auch welche von Gold abziehen und die erstmal auf Holz tun. Denn was natürlich der große Nachteil hierbei ist, so eine nahrungsintensive Einheit zu produzieren, ist, wir machen zusätzliche Dorfzentren, wollen überall unsere Dorfbewohner produzieren, die kosten alle Nahrung und die Ritter kosten alle Nahrung, das ist alles sehr viel. Das kann man nicht gleichzeitig machen, man muss dann immer Prioritäten setzen und sagen, so, brauche ich gerade mehr Ritter, brauche ich die Upgrades auch schon, hat der Gegner viele Militär oder kann ich eher mich auf Wirtschaft fokussieren? Das müsst ihr halt wirklich situativ denken. Für die Ritter haben wir auch in der Speer-Build-Order natürlich gelernt, erstmal die defensiven Upgrades machen, also diese hier. Und auch ganz wichtig, das Upgrade für die mehr Lebenspunkte, die Zuchtauswahl. Das sind ein paar Sachen, die ihr für eure Ritter auf jeden Fall haben wollt. Aber das muss man eben schauen, wie das wirtschaftlich funktioniert. Man kann sich dann auch zum Beispiel einen Goldabbau holen. Und die Felder wollen wir natürlich situativ neu machen. Gerade hier auch wieder ein designierter Hausbauer wäre natürlich angebracht. Und ich habe jetzt hier meine sechs Ritter erstmal und kann damit verteidigen oder nach vorne gehen. Das wäre jetzt also erstmal die Ritter-Build-Order. Ihr seht, die folgt einer ähnlichen Logik und jetzt werden wir uns auch nochmal die letzte Build-Order gleich angucken. Aber erstmal machen wir noch eine kleine Zusammenfassung, wie auch bei der Wirtschafts-Build-Order natürlich, von der 22-Population-Build-Order
spielen wir 3 zusätzlich auf Holz, sodass wir insgesamt bei 10 landen. Dann packen wir 3 auf Gold. Währenddessen werden unsere Jäger natürlich zu Schäfern und so langsam zu Feldarbeitern. Wir wollen ungefähr 7 oder 8 Felder haben. Der Rest von denen, die dann übrig bleiben, das sind dann 2 oder 3, kommen einfach auf das Holz am Dorfzentrum. Sobald wir dann in der nächsten Zeit sind, wir wollen unbedingt zwischendurch die Kaserne bauen, spätestens 60% der Feuerzeit, wollen wir eine Schmiede bauen mit einem Dorfwohner und einen Stall mit 2 Dorfwohnern, sodass die gleichzeitig fertig werden. Währenddessen bilden wir 2 Dorfwohner aus, die aufs Gold gehen. Und sobald die ausgebildet sind und die beiden Gebäude fertig sind, klicken wir in die Ritterzeit. Und auf dem Weg können wir uns dann wieder unsere Wirtschaftsupgrades aus der Mühle und aus dem Holzfeldlager holen und nochmal 2 zusätzliche Felder machen oder 3, je nachdem wie viele wir schon gemacht hatten, und auf ungefähr 10 Felder dann dadurch kommen. Als letztes schauen wir uns an, wie wir in die Ritterzeit gehen und sofort eine Burg bauen. Auch hier verwende ich wieder die Goten, auch wenn die Goten für diese Strategie jetzt nicht unbedingt besonders gut sind. Am besten eignen sich natürlich Völker, deren Spezialeinheit halt sofort wirklich viel Power hat. Da eignen sich zum Beispiel die Maya, die Spanier, die Mongolen oder auch einige der neuen Völker, also zum Beispiel die Kumanen sind da auch nicht besonders schlecht drin oder auch die Bulgaren. Gibt also viele Optionen. Ich finde, die Spezialeinheit der Goten ist zwar nicht schlecht, aber so für sich genommen und erst in der Ritterzeit ist es relativ einfach, sie zu kontern. Die Haskaler sind da halt einfach nicht so stark. Wie ihr seht, ist es quasi ein Mischmasch aus den 2 vorigen Bildern, deshalb habe ich die auch als drittes hier genommen. Wir werden erstmal, wir sind ja wie immer jetzt hier noch 3 Populationen quasi von unserem Standardbildorder entfernt, das heißt 3 kommen erstmal noch auf Holz. Ganz normal aus der Standardbildorder. Dann packen wir einen zusätzlichen aus dem Dorfzentrum, den wir dann ganz normal ausbilden, auf Holz. Also wie auch bei dem Boom, sodass wir jetzt 8 auf Holz haben. Und dann gehen wir auf Gold. Dann machen wir 2 auf Gold und dann 3 auf Stein. Wir packen aber, das ist auch noch ein Unterschied, noch 2 weitere von der Nahrung am Dorfzentrum, also von den Schweinsammlern, von den Jägern oder von den Schäfern eben, zusätzlich auf dieses zweite Holz, sodass wir insgesamt trotzdem auf 10 kommen. Das machen wir aber nicht sofort, das ist nur eine Umverteilung. Wir nutzen aus, dass wir die Nahrung schnell sammeln, aber wollen auch ausnutzen, dass wir eben viel Holz reinkriegen. Das ist so eine Kombination. Ihr werdet sehen, das ist eine ganz entspannte Sache. Da muss man gar nicht so viel drüber nachdenken. Und der Zeitpunkt der Umverteilung ist auch nicht so wichtig. Hauptsache, man macht es halt irgendwann. Wieder das Gleiche. Ich mache einen zusätzlichen Dorfbewohner auf das erste Holzfeuerlager, dann die anderen beiden auf das zweite. Die anderen 3 natürlich. Also erstmal die anderen beiden aus der Standardbildorder plus der jetzt aus der neuen Bildorder dazu kommt, aus dieser hier. Auch hier wieder schon mal ein paar Felder gemacht. Ja, du kannst schon mal ein Haus bauen, damit ich das nicht vergesse. Ihr kommt alle auf Schaf. Auch hier wollen wir wieder auf 7 bis 8 Felder kommen. Wahrscheinlich sind 8 hier eigentlich immer die bessere Variante, aber ich habe es mal immer mit dem 7er dazu geschrieben. Mit manchen Völkern klappt das nämlich ganz gut, wenn man nur ein Feld weniger macht. So, jetzt sind wir also da, wo wir insgesamt 8 auf Holz haben. Also hier die beiden, der hier, insgesamt 8. Da kommen noch 2 von diesen hier später dazu. Aber erstmal machen wir jetzt hier, diesen bleiben erstmal weiter auf Schaf. Erstmal wollen wir jetzt auf Gold gehen, 2 nur auf Gold. Deshalb mache ich jetzt auch kein weiteres Feld, damit ich mir halt sofort jetzt hier auch das Lager dafür leisten kann. Jetzt habe ich hier 100. Oh, ein zu viel. So. Aber das Lager hier nur 2 auf Gold. Das kommt trotzdem hin, da wir halt vergleichsweise früh damit anfangen, das Gold zu sammeln. Und es kommen auch noch 3 auf Stein. Und während die ausgebildet werden, sammeln wir halt schon mal das Gold. Deshalb kommt es trotzdem hin, auch wenn wir ein weniger im Vergleich zu den anderen beiden miteinander drauf haben. Jetzt fange ich hier schon mal an, welche rüberzuschicken, sodass wir hier auch jetzt insgesamt auf 10 gekommen sind. Auf dem Holz. Auch hier habe ich wieder, ging ja von meinem gleichen, meiner gleichen Vorlage quasi aus, wieder den Webstuhl nicht bei der Jagd verwendet. Aber wie gesagt, euch empfehle ich das natürlich so, wie ich euch in der Standardbildung auch beigebracht habe, das so zu machen, mit dem Webstuhl S zu jagen. Aber ich mache es halt hier. Nachdem ihr die 3 auf Stein habt, kann es hochgehen. Lasst die 3 jetzt mal das Schaf noch ein bisschen, oder die Ziege in diesem Fall, ein bisschen weiter abarbeiten. Und dann geht's hoch in die Feuerzeit. Auf dem Weg in die Feuerzeit müssen wir diesmal nichts machen, außer dass wir darauf achten, dass wir unsere Felder hier weitermachen, nach und nach. Wir müssen dann wieder 2 Dorfwohner ausbilden, das kann ich hier dank der Definitive Edition schon mal machen. Die kommen gleich auch einfach auf Stein. Ich hoffe, das habe ich auch richtig in die Bildorder geschrieben. Habe ich, wunderbar.
Wie viel hat das Schaf hier noch? 20, gut. Kann man weitermachen. Und sobald wir in der nächsten Zeit sind, bauen wir, wie in der Wirtschaftsbildorder quasi, eine Schmiede und einen Marktplatz, dass die Gebäude uns erlauben, in die nächste Zeit zu gehen. Und die zwei Dorfwohner, die noch ausgebildet werden, kommen dann eben auf Stein, nachdem die Gebäude dann fertig sind, in die nächste Zeit. Und erst dann fangen wir an, unsere Wirtschaftsupgrades zu machen. Das ist wirklich ganz wichtig, denn ansonsten gebt ihr die Ressourcen aus, die ihr normalerweise zum Hochklicken brauchen würdet, und versaut euch das ganze Timing, quasi die ganze Logik. Es ist so, dass natürlich Spezialeinheiten nicht alle dieselbe Ressource kosten. Das heißt, es ist nicht so voraussehbar wie bei den Rittern, dass man halt Gold und Nahrung viel braucht. Deshalb habe ich jetzt, ihr seht es auch in der Bildorder, gegen Ende das Ganze ein bisschen vager gestaltet. Wie man seine Wirtschaft dann so ein bisschen ummodelt, hängt natürlich dann von den Ressourcen ab, die man braucht. Jetzt im Fall der Goten wäre zum Beispiel ein bisschen mehr Gold und Nahrung gut, um eben die Huskale ausbilden zu können. Jetzt hier noch ein kurzes Wort zu den Bauern, also den Konstrukteuren, sagen wir mal, die Dorfwohner, die jetzt eben unsere Gebäude bauen werden. In den anderen beiden Bildordnern habe ich es mit denen von Gold gemacht, eher weil die zu dritt waren und relativ schnell zu diesem Zeitpunkt dann wahrscheinlich ihr Gold haben werden. Da die beiden noch zu zweit sind, müssen die weiterarbeiten. Aber in diesem Fall geben wir nicht ganz so viel Holz aus, wie zum Beispiel bei den Rittern. Deshalb können wir hier uns es erlauben, einfach drei von den Holzarbeitern zu nehmen, um die zwei Gebäude zu bauen. Also einer kommt jetzt hier, baut eine Schmiede, die anderen beiden bauen unseren Markt. Und die neuen Dorfwohner, wie gesagt, kommen hier runter auf Stein. Ups, das sind zwei. Das soll nur einer sein, das reicht. Dann sind die Gebäude nämlich genau gleich schnell fertig. Alles genauestens kalkuliert. Der kann danach auch direkt nach Hausbau bringen. Das gebe ich schon mal in Auftrag. Und wie ihr seht, die Ressourcen passen perfekt. Und ich kann sofort in die nächste Zeit klicken. Auch hier, wie beim Ritter Rush natürlich, da es die gleiche Population ist, wäre eine theoretische Bestzeit bei 16 Minuten und 5 Sekunden Gamezeit. Das erwarte ich natürlich von euch nicht. Ich habe es jetzt hier auch nicht erreicht. Bin mir relativ sicher, dass es sowas wie 16:30 wieder geworden ist. Perfektion ist gut, aber auch anstrengend. Also muss man nicht unbedingt zu krass mit sich selbst umgehen, gerade als Anfänger. Aber ich denke, so um die 17 Minuten rum sollte für euch eigentlich relativ realistisch sein. So, auf dem Weg in die nächste Zeit wollen wir, jetzt habe ich das unnötig angehalten, wieder unsere Upgrades machen. Wir wollen Häuser bauen, damit wir, wenn wir in der nächsten Zeit sind, auch Bevölkerungsplatz haben. Jetzt würde ich zum Beispiel, wenn wir sofort unsere Einheit machen wollen und die relativ goldintensiv ist, vielleicht ein, zwei von den Beeren abziehen und auf Gold packen oder von Holz auch. Ich packe jetzt jeweils einen von Gold und von Holz einfach mal rüber, dass wir hier 4 auf Gold haben. Das ist aber jetzt wirklich keine feste Zahl, aber sowas kann man eigentlich in der Regel sich immer leisten. Also einen von Nahrung und einen von Holz abzuziehen. Das sollte eigentlich mit keinem Volk wirklich diese Bildorder durcheinander bringen. Genau an dieser Stelle ist mir leider das Spiel abgespielt. Deshalb musste ich nochmal einen Zwischenspeicher laden und dann nochmal genau hier hingespielt. Jetzt habe ich, glaube ich, nicht alles genau gleich hingekriegt. Jetzt habe ich gerade erst meine Leute hier abgezogen von den anderen Ressourcen, um sie auf Gold zu bringen. Aber ansonsten genau das Gleiche. Das Spiel ist leider ein bisschen instabil geworden im letzten Patch. Was ich gerade noch dazu sagen wollte, ist, dass diese Steinarbeiter hier genau so viel Stein sammeln werden, wie wir für eine Burg brauchen, nämlich 650. Und sobald wir in der nächsten Zeit sind, wollen wir natürlich auch sofort unsere Burg bauen. Ich habe ihm von einem Top-Spieler mal sagen lassen, dass es am besten ist, die Burg nicht mit den Steinarbeitern zu bauen und jedenfalls nicht mit allen, sondern ein paar auf Stein zu lassen, damit die genug sammeln können, dass wir mittelfristig auch noch die beiden Dorfzentren bauen können, die ja 200 Stein kosten. Deshalb einfach andere Dorfwohner nehmen. Zum Beispiel nehmen wir jetzt gleich mal drei von, oder wir nehmen die hier, die gerade mit den Feldern fertig sind. Wir müssen die noch abliefern. Zack. Und nehmen hier noch welche von Holz dazu, so. Mindestens 5 Stück sollten es schon sein. Nehmen wir mal 6 hier. Wir nehmen 3 von Holz, 3 von Nahrung quasi. Und jetzt bauen wir hier unsere Burg. Wie ihr seht, es hat super geklappt. Ich musste nur einmal kurz abgeben, weil die hier von den Laufwegen nicht ganz optimal waren. Wir haben sehr, sehr viel Holz aufgespart. Das heißt, wir können gleich erstmal unsere Felder alle neu machen. Beziehungsweise hier machen wir einfach mal 3 neue Felder schon. Wir werden zum Beispiel in diesem Fall eine nahrungsintensive Einheit spielen. Und können dann gleich die Felder hier neu machen. Sobald wir hier die Kollegen hier genug Stein gesammelt haben, können wir uns auch die zusätzlichen Dorfzentren holen. Das kommt also alles super hin. Die Burg braucht natürlich insgesamt vergleichsweise lang zum Bauen. Ist einfach ein Gebäude, das länger braucht. Aber lohnt sich natürlich. Denn aus der Burg kann man seine Spezialeinheiten machen. Jetzt hier in dem Fall zum Beispiel die Huskale. Ich habe jetzt erstmal nur ein neues Dorfzentrum gemacht, da wir auch das Stein weiterhin sammeln müssen. Aber ansonsten ist das hier quasi ein Mischmasch aus dem Boom und je nachdem, was für eine Einheit man macht, natürlich einen Rush mit der Spezialeinheit.
Das Ganze kann man auch relativ offensiv spielen, also die Burg zum Beispiel am Gegner bauen, das nennt sich dann Castle Job. Würde ich jetzt als Anfänger vielleicht aber noch nicht unbedingt empfehlen. Ansonsten denke ich, dass ja, die Logik dieser Build Order sich relativ klar an den anderen orientiert, sodass die meisten von euch das sicherlich so verstehen werden. In der letzten Folge hatte ich ja speziell nach Freiwilligen gefragt, die mit mir in dieser Folge etwas demonstrieren können. Und da haben sich auch fleißig Leute gemeldet. Ich habe insgesamt 3 Freiwillige bekommen, mit denen ich ein wenig gespielt habe und bis was aufgenommen habe. Und ja, der Sinn der Sache ist quasi hier zu demonstrieren, was genau die Risiken der Strategie des Fast Castles sind im Vergleich zur feudalen Strategie, zum Feudal Rush und wie die Wechselwirkung der beiden Strategien so zueinander ist. Und ja, da ich euch ja quasi angeleitet habe, entweder die Feudal Rush Strategie mit den Bogenschützen oder mit den Speeren eben zu spielen, es ist für mich eine gute Gelegenheit gewesen, zum einen zu testen, wie Leute sich so mit dieser Build Order schlagen und zum anderen, wie eben das dann gegen einen solchen Ritter Rush oder andere Strategien eben dieser Logik nachfolgend aussehen kann. In diesem Fall haben wir jetzt zum Beispiel einmal Sugar Fort, der hier die Umgang spielt und damit den Scout Rush gemacht hat. Ich habe hier die Vietnamesen, die haben keinen Bonus, der irgendwie dabei hilft. Dieses Volk habe ich in allen 3 Partien gewählt. Und ja, ich habe nämlich nichts abgewollt. Ich habe hier nur beim, wie ihr seht, beim Gold ein kleines bisschen Palisaden gezogen, aber sonst auch nichts. Also ich bin also blank, so offen wie es nur geht. Und die Logik ist eben, wenn man einen Feudal Rush spielt, dann kann man diesen Ritter Rush sehr, sehr gut kontern, ist sehr, sehr gut bestrafen, denn ich habe jetzt, bis ich in der Ritterzeit bin, überhaupt keine Gelegenheit, mich zu wehren quasi. Und jetzt kommt er gleich mit seinen Scouts eben an, kann sehr, sehr viel Schaden machen. Da ich mich nur relativ wenig abgewollt habe, ist auch Teil des Szenarios, Teil der Übung quasi gewesen, wird er sehr, sehr viel Schaden machen können. Und auch die anderen beiden Spieler haben natürlich die Gelegenheit, mich hier dafür zu bestrafen, dass ich eine solche riskante Strategie gespielt habe. Es ist aber auch so, und das werden wir später auch nochmal sehen, dass ja, es eine gewisse Wechselwirkung auf je nach Niveau auch gibt. Denn zum einen ist es so, dass natürlich ein starker Spieler, der diese Strategie gegen einen schwachen Spieler spielt, oder vergleichsweise ein erfahrener Spieler gegen einen weniger erfahrenen Spieler, dass eben ja, man eher damit wegkommt quasi. Also man kann sich mehr erlauben, weil der schwache Spieler es vielleicht nicht ganz so gut bestrafen kann. Aber andersrum denke ich, dass die Wechselwirkung ungefähr auf niedrigem Niveau so ist, dass ein schlechter Feudal Rush von einem schlechten Ritter Rush oder schlechten Feudal Rush wird von einem schlechten Fast Castle quasi besiegt in der Regel. Also wenn man schlecht auf Ritter rusht, kommt man dadurch eigentlich immer noch besser klar gegen jemanden, der schlecht Bogenschützen rusht, als andersrum. Ja, auf hohem Niveau ist es dann wieder genau andersrum. Also ein Topspieler, der Ritter rusht, wird von einem Topspieler, der Bogenschützen oder Scouts rusht, in der Regel ziemlich fertig gemacht. Es gibt natürlich immer Szenarien, in denen es anders funktioniert. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel gesehen, er hat mich schon von mehreren Ressourcen vertrieben. Er hat schon mehrere Dorfbewohner gekillt. Und ich habe natürlich auch während des Ganzen ein bisschen Live-Kommentar gemacht. Und da hören wir jetzt auch ein bisschen rein, um auch meine Reaktion zu seinen Aktionen hier quasi zu bekommen. Die wird sterben, glaube ich. Wenn die wieder festhängt hier. Ja. Oh, die. Ich glaube, er hat 5 oder 6 Dorfbewohner jetzt gekillt bislang. Willst du nicht arbeiten? So, jetzt habe ich aber die Kollegen hier am Start. Jetzt schauen wir mal. Er hat mich oh, hier ist noch einer da. Also er hat sehr, sehr guten Schaden gemacht. Gefällt mir extrem gut, wie er das gemacht hat. Bin ich sehr stolz drauf. Oh, no, es geht auch noch ein. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Verliert einen Speer, den anderen, na, den hätte er nicht verlieren müssen. Aber ich konnte jetzt zum Beispiel noch keine neuen Dorfzentren bauen, weil er einfach so viele getötet hat. Ich glaube, er hat 7 oder 8 jetzt mittlerweile gehabt. Wir müssen ein neues Dorfzentrum uns auf jeden Fall holen, um das Ganze hier ein bisschen zu beschützen. So, wunderbar. Wie ihr seht, hat er sehr gut Schaden machen können. Ich habe, wie im Live-Kommentar zu sehen, das Ganze sehr erfreut aufgenommen, quasi, dass jemand das auf dem Level bereits so gut gemacht hat, so viel Schaden anrichten konnte. Und dann habe ich im weiteren Spielverlauf mich erstmal defensiv verhalten, bin zu Hause geblieben, habe Makro gemacht und dann schaut mir mal ganz kurz noch zum Ende des Spiels hier. Das kann ich an der Stelle sagen, bitte nie wieder die Dorfglocke läuten. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht erwähnt in der aktuellen Videoreihe. Dorfglocke ist eine ganz schlechte Angewohnheit. Ja,
Dementsprechend habe ich auf lange Sicht das Spiel trotzdem gewonnen. Ist aber auch nicht unbedingt natürlich ja, Sinn der Sache gewesen, zu zeigen, ob ich das noch schaffe oder nicht, oder ob der andere Spieler dagegen eine Chance hat oder nicht. Ich finde, er hat das sehr, sehr solide gemacht. Er hat super im Early Game bewiesen. Er hat mir, dass er eben sehr viele Dorfbewohner töten kann, während ich mich nicht verteidigen kann. Und genau darum ging es. Er ist ein weniger erfahrenes Spiel als ich und trotzdem konnte er enorm Schaden machen, einfach weil die Strategie von ihm meine zu einem gewissen Grad an dieser Stelle schon kontern kann. Dieser Spieler hat zum Beispiel in StarCraft 2, einem ähnlichen Spiel, also vom Genre zumindest, einiges an Erfahrung gesammelt. Und hier habe ich etwas Entscheidendes vergessen. Ich habe trotzdem entschieden, es aufzunehmen, beziehungsweise die Aufnahme hier zu verwenden. Ich habe nicht auf dem Weg nach oben vergessen, meine Kaserne zu bauen. Dadurch kann ich jetzt meinen Stall nicht bauen. Und dadurch mache ich jetzt einfach einen Dorfwohner mehr. Das heißt, ich bin jetzt langsamer dran und bin natürlich weiter oder länger dem potenziellen Rush jetzt ausgesetzt. Das heißt, es wird jetzt für mich gefährlicher im Vergleich. Und also ich fand ihn von den drei Spielern am beeindruckendsten. Also er hat zwar gesagt, er sei Anfänger, aber ich glaube, er wird nicht lange Anfänger oder niedrig gewerteter Spieler bleiben. Ich glaube, der hat sehr viel Potenzial und kann gerade eben seine ganzen Skills, die er aus StarCraft bereits kennt, sehr gut hier umsetzen, gerade im Makro natürlich. Und ja, jetzt bin ich gleich auf dem Weg in die Ritterzeit und wir schalten einmal quasi in meinen Live-Kommentar, den ich zu der Stelle dann abgegeben habe. Also sehr unsauber gespielt, aber ich lasse mich hier nicht aus der Ruhe bringen. Zweiten Stall kann ich nicht bauen, weil er da gerade herkommt, sehe ich gerade. Ziehen uns einfach zurück, dann baue ich den zweiten Stall mal hier oben. Hier. Hallo? Kann er wieder den Goldhaufen anklingen? Oh, das Upgrade vergessen, das soll nicht sein. Natürlich deutlich weniger Holz, als ich eigentlich möchte. Die ganzen gefällt Quick Wards hier. So. Schnell ein bisschen was löschen hier. Wir wollen eigentlich noch zwei Felder haben. Ja, das hat er gut gemacht. Hat gesehen, dass ich es nur angemeldet hatte. Sehr gut. Gefällt mir. Jetzt hat er auch einen Dorfwohner bekommen. Ich glaube, es war jetzt schon sein zweiter. Kriegen wir hier kein Goldeinkommen. Sehr aktiv von ihm. Gefällt mir. Und hat mich von den Bären vertrieben. Das ist auch sehr, sehr stark. Also er hat, glaube ich, sehr gut aufgepasst insgesamt. Oh, der hier soll da nicht hin. Der ist ja in Gefahr. So, jetzt können wir hier wieder drauf gehen. Ich hoffe, es ist euch aufgefallen, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade wieder meinen nicht aufgenommenen Kommentar quasi dazu gebe, gar keine Dorfbewohner produziert habe. Das heißt, diese Stresssituation, dieser Faktor, dass ich bei der gegnerischen, die gegnerischen Einheiten in meiner Base habe und der Bildorder nicht ganz so durchziehen kann, wie ich es eigentlich möchte, hat mich dazu gebracht, enorme Fehler zu machen. Ich habe deutlich weniger Ressourcen gehabt, konnte jetzt erst mein Dorfzentrum bauen. Er hat also, er hat zwar weniger Dorfwohner getötet, aber er war sehr, sehr aktiv. Er hat mich von verschiedenen Ressourcen vertrieben und hat seine Speer nicht geopfert. Das heißt, er hat jetzt einen hervorragenden Vorteil sich rausgespielt und ich muss erstmal auch defensiv bleiben hier. Wir schalten trotzdem mal später ins Spiel, um uns anzuschauen, wie das Ganze sich weiterentwickelt hat. Ich habe erstmal auch nur weiter geboomt, wie in den anderen Spielen auch. Die Prämisse war wirklich, dass ich nur Ritter die ganze Zeit und Dorfwohner produziere, auch wenn die Vietnamesen damit nicht unbedingt die Besten sind. Es war aber wirklich nur Teil quasi der Übung, um das Ganze zu demonstrieren. Und jetzt schalten wir quasi auf meine Live-Reaktion wieder. Wir machen wieder 6 Stück, würde ich sagen, von den Dings stellen. Da kommt seine Truppe an. Testen wir mal unser Makro, ob wir genug Truppen haben, um zu verteidigen. Sehr, sehr viele Speerträger gemacht. Und läuft aber einfach nur hier durch. Ich bin nicht so der Fan von. Ich krieg da sehr viele Kills. Dann laufe ich mal weg.
Ja, sieht auch sehr, sehr solide aus. Hinten verliert er so ein bisschen die Kontrolle jetzt gerade. Wo ist denn Mensch? Also. So. Achso, die habe ich hier hinten zurückgezogen, ja klar. Daran liegt es natürlich. Ja, das war doch top. Sehr, sehr stark. Bin auch nicht mal sicher, ob ich schon aus dem Schneider bin, ehrlich gesagt. Ich glaube nämlich nicht tatsächlich. Oh, hier greift er mich noch an. Ich hoffe nicht sehr solide hier, also jetzt müsste es gehen. Kommt auch wieder sehr, sehr gut, Flankenangriffe. Also ganz schön ab, auch im Late Game. Letzten Endes ist leider diese Partie abgestürzt. Das heißt, ich konnte sie nicht ganz zu Ende spielen. Es war zu einem Zeitpunkt, wo ich dachte, ich bin auf jeden Fall noch so weit vorne gewesen, aber er hatte die Chance noch zu gewinnen. Also es war jetzt keine Partie, die durch war. Also ja, das heißt, ich war weit vorne. Also ich war vorne auf jeden Fall. Aber nicht so weit, dass ich sagen würde, das Spiel war durch. Und ich hätte das Spiel sehr gerne mit ihm zu Ende gespielt. Wir haben danach noch eine separate Partie gemacht, haben jetzt aber nicht aufgenommen. Er hat das extrem solide gemacht, wie ich finde. Ihr seht, er hat meine gesamte Wirtschaft sehr gut in Schach gehalten. Er hat sehr viel Schaden gemacht, sehr, sehr gut aufgepasst mit seiner Armee. Und ja, ich war insgesamt sehr, sehr beeindruckt davon, dass er als ausgegebener Anfänger zumindest in diesem speziellen Spiel eine solche Leistung gemacht hat. Und ich glaube, da steckt sehr, sehr viel Potenzial drin. In dieser Partie habe ich gegen einen Spieler gespielt, der den Bogenschützen-Rush geübt hat. Und ja, jetzt sehen wir hier noch eine andere Seite der Wechselwirkung dieser zwei Strategien. In den folgenden beiden Partien haben wir gesehen, wie das bestraft werden kann. In der zweiten Partie sogar, wie es auf lange Sicht sich auszahlen kann, eben wenn man den Fodile-Rush spielt und gegen die etwas gierigeren, etwas riskanteren Strategien frühen Schaden anrichten kann. In diesem Fall haben wir jetzt fast schon die Ritterzeit erreicht. Und mein Gegenspieler hat mich immer noch nicht angegriffen. Das heißt, ich kann gleich meine Ritter machen und habe immer noch überhaupt keinen Schaden genommen. Das heißt, ich wurde für das, was ich hier versuche, was ich hier durchziehe, kein Stück bestraft, kann aber gleichzeitig die Vorteile meiner Strategie komplett ausnutzen. Das heißt, hier haben wir quasi das Gegenstück der Medaille und wir schalten auch hier einmal kurz in das, was ich da live kommentiert habe. Wenn es geklappt hätte. Aber ich habe irgendwie weniger Holz gesammelt. Deshalb machen wir erstmal das Holz-Upgrade jetzt. Wir wollen, sobald es geht, ein Dorfzentrum haben. Hier hinten wäre ganz nett. Ja, er hat jetzt schon wieder eigentlich keine Chance, mit dem Rush irgendwas zu erreichen. Aber wir halten uns mal zurück, bis wir ein bisschen mehr Truppen haben. Patrouillen die jetzt hier rein. Er ist auch ein bisschen weniger bei ihm natürlich jetzt gerade. Auch raus vergessen. Ja, das war relativ kurzweilig. Ja, und hier sehen wir dann eben, was passiert, wenn der Rush so spät kommt. Dann können die Ritter das ziemlich easy einfach aufräumen. Das Ganze sind einfach eine sehr starke Einheit. Und gerade gegen diese kleine Truppe, die er nur vorbeigeschickt hat, der hat halt einfach auch nicht genug gehabt und war sehr, sehr spät dran. Dadurch konnte ich meinen Rush komplett unbestraft durchziehen. Habe jetzt den technologischen Vorteil, den ich eben durch meine bessere Einheit, durch meine zusätzlichen Dorfzentren ausspielen kann. Und so hat das Spiel sich dann auch weiterentwickelt. Er hat keine weiteren Angriffe danach gemacht und ist von den drei Spielern, mit denen ich diese Tests quasi gemacht habe, der einzige, der keinen Dorfwohner töten konnte.
möchte das aber jetzt nicht, ich möchte aber betonen, dass es jetzt nicht darum gehen sollte, ihn irgendwie bloßzustellen oder zu sagen, dass er das irgendwie besonders schlecht gemacht hätte. Er hat es einfach noch nicht so verinnerlicht wie die anderen beiden zum Beispiel. Und hier kann man dann zum Beispiel sehen, wenn jetzt ein anderer Anfänger gegen ihn spielen würde, mit der Strategie, die ich hier spiele, kann man natürlich davon ausgehen, dass das auch langsamer gehen würde. In dem Fall könnte er, also Dark for Light, hier wahrscheinlich ein bisschen Schaden machen. Aber trotzdem würde ich behaupten, dass wenn eine nicht optimal oder schlecht ausgeführte Fast Castle Strategie, zum Beispiel mit den Rittern, auf eine schlecht ausgeführte oder langsame Variante des Feudal Rush, also Bogenschützen zum Beispiel, trifft, dass dann eher der Fast Castle Spieler mit den Rittern gewinnt, weil die einfach etwas ja, vergebender sind, was Fehler angeht. Daher glaube ich, dass es auch für euch als Anfänger zusätzlich zu dem Feudal Rush eben nützlich sein kann, so eine Strategie zu können, ein Fast Castle. Ihr müsst natürlich nicht alle drei dieser Strategien können. Sucht euch am besten das aus, was euch am besten gefällt oder was am besten zu eurem Spielstil passt. Aber da sie sich sehr ähneln, könnt ihr quasi auch alle drei anwenden. In diesem Spiel ist jetzt nicht mehr allzu viel passiert. Leider ist auch dieses Spiel, wie das davor im Late Game, irgendwann abgestürzt. Seit ich den neuen Patch drauf habe, ist mein Spieler da sehr, sehr ruckelig. Er nicht geworden, aber instabil zumindest. Deshalb konnte ich diese Spiele leider nicht zu Ende machen. Aber es war relativ ereignisarm und ich habe auch nur geboomt, um am Ende dann mit 200 Population einfach durch und durch zu rennen quasi. Von daher, trotzdem danke ich den dreien fürs Mitmachen. Ich finde, es ist sehr, sehr cool zu sehen, wie viele Fortschritte schon gemacht wurden, teilweise auch von Leuten, die gerade erst oder erst vor kurzem mit diesem Spiel eben angefangen haben. Ich hoffe, ihr konntet was lernen und ich finde vor allem, dass diese Strategie vor allem sehr viel Spaß macht. Deshalb hoffe ich natürlich, dass ihr auch Spaß daran habt, die ein bisschen zu lernen. Es reicht ja, wie gesagt, wenn ihr euch die mal ein bisschen anguckt, wenn ihr versteht, wie sie ungefähr funktionieren und vor allem wisst ihr jetzt, was ihr auch im Online-Spiel zu erwarten habt, denn diese Strategie oder diese Art Strategie, Fast Castle, schnelle Ritterzeit, werdet ihr im Online-Spiel sehr, sehr oft treffen. Und jetzt wisst ihr ungefähr, was die Wechselwirkungen sind, wenn ihr früh das Ganze bestrafen könnt, sehr gut für euch als Feudal oder Spieler oder ihr selber, wenn ihr Ritter oder spielt oder wenn ihr andere Fast Castle Strategien spielt. Seid euch bewusst, dass ihr sehr früh sehr, sehr anfällig seid und dann eben entsprechend aufpassen müsst. Wenn aber beide Spieler das Ganze langsamer oder schlechter ausführen, dann ist in der Regel der Fast Castle, der schnelle Ritterzeitspieler, ein kleines bisschen weiter vorne. Auch wie in der letzten Folge oder in den letzten beiden Folgen sogar, gab es hier wieder einiges zu lernen. Und ich hoffe natürlich, dass das Ganze ordentlich für euch erklärt wird. Wenn ihr Fragen haben solltet, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich darauf, wenn ihr euch auch die nächste Folge anguckt, denn in der nächsten Folge geht es dann endlich mal auch um Wasserkarten. Bis dann.